Polizeinotruf, kann ich Ihnen helfen? Hier ist Bernhard Scherer, Ahornweg 8. Bei uns sind beide Kinder umgebracht worden. Was sagen Sie da? Bei uns wurde eingebrochen. Sie sind beide umgebracht worden. Fassen Sie nichts an. Was ist mit Ihren Kindern? Sie sind beide umgebracht worden. Das kann ja gar nicht sein. Doch, sie sind tot. Beide tot. Wir schicken sofort jemanden los. Gehen Sie zu Ihren Kindern. Sie sind beide tot. Sind Sie sicher? Sie sind schon kalt. Die Lippen sind ganz blau. Sie sind schon lange tot. Das Fenster ist aufgebrochen worden. Das gibt es ja nicht. Jetzt sind die Kinder tot. So beginnt mein neues Buch. Ich bin Christine Brand und heute möchte ich Ihnen gerne meinen neuen Roman »Bis er gesteht« vorstellen, der gerade jetzt erschienen ist. Und so sieht er aus. Es ist ein Buch, das ich unbedingt schreiben wollte. Und es ist kein normaler Kriminalroman. Bei »Bis er gesteht« handelt es sich um eine literarische Nacherzählung eines wahren Verbrechens in der Form eines Kammerspiels. Es geht dabei um einen wahren Kindermord, den ich damals als Reporterin vor Geschworenengericht mitverfolgt habe. Ich gebe den Fall ausschließlich mittels Aussagen wieder. Aussagen, die zum Teil genau so oder sinngemäß sehr ähnlich tatsächlich gemacht worden sind. Ich möchte Ihnen das Gefühl vermitteln, das ich als Reporterin im Gerichtssaal immer wieder erfahren habe, dieses Hin- und Hergerissensein, wenn man den Zeugen zuhört, der Anklage, der Verteidigung und dem Täter. Puzzlestück um Puzzlestück ergibt sich nach und nach ein Bild, was in der folgenschweren Nacht zu Hause bei den Scherers passiert sein könnte. Mit jeder Einvernahme, mit jeder Zeugenaussage nähern wir uns Schritt für Schritt der Wahrheit. Philipp Bühler, Wachtmeister bei der Kantonspolizei. Ausgerechnet an Weihnachten. Zwei tote Kinder. Ich habe in meiner Karriere einiges gesehen, bin schon viel zu lange dabei. Aber das hier? Es wird schwierig sein, die Bilder wieder aus dem Kopf zu kriegen. Ich hatte Bereitschaftsdienst, als der Notruf reinkam. Zufällig wohne ich in der gleichen Gemeinde, darum war ich als Erster vor Ort. Hier würde man ein solches Verbrechen nicht vermuten. Aber das Böse geschieht überall. Das mit der Idylle, das können Sie vergessen. Ich traf um 3.47 Uhr am Ahornweg 8 ein. Die Tür unten stand offen. Ich stieg die Treppe hoch und traf zunächst auf Vera Scherer, die auf den Stufen saß. Sie weinte nicht, wirkte aber abwesend und verstört. Als ich sie ansprach, reagierte sie nicht. Da hörte ich in der Wohnung im ersten Stock jemanden »Hallo« rufen. Ich ging hinein und begegnete im Flur Bernhard Scherer, der Vater. Er wirkte sehr erleichtert, als er mich sah, als könnte ich ungeschehen machen, was gerade passiert war. Scherer fasste mich am Arm und führte mich ins Zimmer des Buben. Er zerrte mich beinahe hinein. Ich trat über die Schwelle. Es war ein schrecklicher Anblick. Der Junge lag in einem hellblauen Pyjama regungslos auf dem Bett. Sein Gesicht war bereits blau angelaufen. Tote Kinder. Das ist auch nach all den Jahren kaum zu ertragen. Daran gewöhnt man sich nie. Ich versuchte, den Puls an der Halsschlagader zu ertasten und hielt meinen Finger unter seine Nase. Aber es war klar, dass es zu spät war. Der Junge war schon eine Weile tot. »Sophie«, sagte der Vater, der in der Tür stehen geblieben war. »Er hat auch Sophie getötet.« Ich erhob mich und folgte ihm ins Zimmer nebenan. Dort fand ich eine ähnliche Situation vor. Das Mädchen trug einen rosaroten Pyjama, das Gesicht zur Seite gedreht. Wie auch sein Bruder war es sehr ordentlich angezogen, wie zwei Puppen, kein Zipfel war verrutscht. Das fiel mir sofort auf. Das Mädchen hatte noch keine blauen Flecken und sein Körper war noch weicher als jenes seines Bruders, also versuchte ich sofort, es zu beatmen. Doch ich konnte nichts mehr machen, keine Chance. Auch das Mädchen war bereits gestorben. Das Gefühl, zu spät zu kommen, kann einen fertig machen. Ich muss Sie warnen, es ist ein trauriges Buch. Es geht um ein schreckliches Verbrechen, das beinahe so tatsächlich passiert ist. Es handelt sich bei der Geschichte aber nicht einfach um eine lange journalistische Reportage. Ich habe mir die literarische Freiheit genommen, hier und da von der Wahrheit ein bisschen abzuweichen. Aber ich bin sehr nahe dran geblieben an der Wahrheit. Der Telefonnotruf zum Beispiel ganz zu Beginn, der ist beinahe wörtlich so übernommen. Die Gedanken und Erzählungen von Nachbarn, Experten oder Liebhabern stützen sich auf die Angaben, die eben diese vor Gericht gemacht haben.
Andererseits habe ich einige Aussagen, die auf den realen Vorfällen basieren, frei formuliert. Auch die Verhöre des Verdächtigen sind über weite Strecken fiktiv. Sie basieren aber auf seinen Aussagen, die er vor Gericht gemacht hat. Befragung. Anwesende Belinda Schwarz, polizeiliche Sachbearbeiterin, Bernhard Scherer, Beschuldigter, sowie Pflichtverteidiger Markus Kerner. Guten Morgen, Herr Scherer. Gibt es Neuigkeiten? Ja, die Ergebnisse der Spurensicherung liegen vor. Haben Sie etwas herausgefunden? Ja, das haben wir. Bei Ihnen ist nicht eingebrochen worden. Das kann nicht sein. Doch, die Spurenlage ist eindeutig. Es fand kein Einbruch statt. Aber jemand wollte es so aussehen lassen, als ob jemand eingestiegen sei. Das ist unmöglich, das ist absolut unmöglich. Sie haben etwas übersehen. Glauben Sie mir, das haben wir nicht. Die Spurensicherung hat alles untersucht. Sie war mehrmals vor Ort und hat nichts gefunden, das auf einen Einbruch hindeuten würde. Nicht die kleinste Spur. Der Mann ist durchs Fenster eingestiegen. Durch das Fenster kann niemand eingestiegen sein. Warum sind Sie sich so sicher? Auf dem Sims lag ein Schmutzfilm, der wäre verwischt gewesen. Unter dem Fenster im Raureif fanden sich keine Spuren, weder von Fußabdrücken noch von einer Leiter. Herr Scherer, bei Ihnen ist nicht eingebrochen worden. Sie wissen, was das bedeutet. Die Tür. Er muss die Tür aufgebrochen haben. Oder er hat einen Dietrich. Das Türschloss und alle vier Schlüssel wurden genau untersucht. Es wurde keiner nachgemacht und das Schloss ist auch nicht aufgebrochen worden. Sie müssen sich irren. Bei Ihnen wurde nicht eingebrochen. Es war kein Fremder in der Wohnung. Es sieht nicht gut aus für Sie. Wie meinen Sie das? Wollen Sie behaupten, dass ich meine Kinder getötet habe? Ernsthaft jetzt? Ich versichere Ihnen, es muss jemand in der Wohnung gewesen sein. Ich bringe doch nicht einfach meine Kinder um. Ich schwöre, dass ich meinen Kindern nichts angetan habe. Sie müssen weitersuchen. Ich hoffe, dass sich der Roman, bis er gesteht, nicht nur spannend liest, sondern dass er auch zum Nachdenken anregt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen spannende Lektüre. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen.